Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Hallo, willkommen im Telestammtisch zur Besprechung von Past Lives in einem anderen Leben. Der startet am 10. August in den deutschen Kinos, ist das Regiedebüt von Celine Song und ich habe die große Ehre, den Film heute mit jemandem zu besprechen, der diesen Film, glaube ich, schon fast vor einem halben Jahr gesehen hat, nämlich auf der Berlinale, und der Film scheint so gut gewesen zu sein, dass er immer noch weiß, was passiert ist. Hallo Paul. Hallo Stu. Ja, und wer jetzt aber glaubt, ich interviewe hier den Paul, weil ich den Film nicht gesehen habe, der irrt sich. Genau wie das Feuerwehrauto, was gerade mit Sirenen an meinem Haus vorbeifährt. Aber das ist egal, denn ich habe Past Lives auch gesehen. Nicht auf der Berlinale. Ich bin ja hier kein Cineasten-Ultra. Ich bin ja einfach nur ein Mann des Volkes. Und wir beide werden jetzt darüber reden, wie uns dieser Film gefallen hat. Und bevor wir das tun, Paul, kannst du unseren werten Zuhörer, Zuhörerinnen mal kurz erklären, worum geht es denn in Past Lives? In Südkorea waren Nora und Hae-sung enge Kindheitsfreunde, bis die Auswanderung von Noras Familie sie für lange Zeit trennte. Und nach vielen Jahren versucht Hae-sung, den Kontakt wieder aufzunehmen. Doch ja, seit der letzten Begegnung hat sich da einiges verändert und die mittlerweile in New York lebende Nora ist glücklich verheiratet. Ja, dankeschön. Es gibt genau zwei Gründe, warum ich diesen Film sehen wollte. Der eine Grund sind die Vorschusslorbeeren, weil ich glaube, du warst es auch, der gesagt hat, dass bei deiner Berlinale-Erfahrung dieses Jahr war Past Lives der Film, auf den sich so ziemlich die meisten einigen konnten mit ja, das war somit das Berlinale-Highlight. Und der andere Grund ist diese kleine Filmfirma, die mit A anfängt und mit 24 aufhört, die diesen Film halt in die Kinos bringt. Und deswegen war ich heiß. Erstmal gefragt an dich, war es wirklich so? War das wirklich in deiner Perspektive so, dass das Berlinale Highlight des Jahres? Ja, also auch von der, also sowohl von der Außenwahrnehmung, die ich zumindest so hatte, dann von den Kolleginnen und Kollegen, die dort waren, als auch von dem, was ich so dann drumherum gelesen habe, als auch jetzt, wenn ich so meine persönlichen Filme, die ich dort gesehen habe, angucke, dann war der auf jeden Fall oben mit dabei. Ja, Stu. Jetzt haben wir nämlich folgende Situation. Ich habe ihn vor, ich glaube, mittlerweile auch einen Monat oder so gesehen und hatte mich wirklich drauf gefreut und kam aus dem Kino raus und hatte dieses Gefühl von Ernüchterung. Ich würde nicht sagen Enttäuschung, aber Ernüchterung, denn ich glaube, das könnte ein interessanter Cast werden. Ich fand ihn nicht so stark. Ja, sag mal, was ist passiert? Was ist passiert? Das ist mein Part eigentlich. Also ich bin erstmal froh, dass ich heute mal tatsächlich in die Rolle des Good Cop schlüpfen kann, weil wir hatten jetzt in letzter Zeit auch schon Aufnahmen, wo das ja, ein bisschen umgekehrt war, aber ja. Hört in den Cast zu Talk to Me, das ist andersrum, genau, ja. im Vorfeld sei gesagt, ich kann jeden verstehen, der mit diesem Film was anfangen kann, und ich halte diesen Film auch nicht für schlecht oder gescheitert, das auf gar keinen Fall, aber es ist nicht, wie man so schön sagt, this is not my cup of tea. Mein ganz, ganz großes Problem, und dieses Problem überschattet den gesamten Film, ich fand die Figuren zum einen langweilig und auch irgendwie unnahbar. Ich konnte da emotional einfach nicht mit connecten. Für mich ist Past Lives, wenn du im Duden nachschlägst nach US Arthouse Independent-Produktion, wirst du Past Lives finden. Dieser Film ist tatsächlich, für mich wirkt er so ein bisschen wie Malen nach Zahlen. Und das ist für mich der Hauptgrund, warum er bei mir nicht so gefruchtet hat wie bei dir, glaube ich. Außer du findest jetzt auch irgendwas anderes, was du ganz toll findest. Du sagst irgendwie, ja, ich gebe dem Film 10 von 10, weil die Frisuren so toll waren. Nein, also tatsächlich, ja, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich kann dich irgendwie nachvollziehen. Also das, was du sagst, tatsächlich connecten, ja, konnte ich voll mit diesem Film. Weil ich fand, dieser Film hat eben vieles anders gemacht, als ich es aus anderen Dramödien aus Wir haben uns lange nicht gesehen und sehen uns jetzt wieder macht, weil er Figuren hat, die tatsächlich mal miteinander reden.
die sich tatsächlich mal nicht irgendwie aber dann... Aber wie sie reden, ist halt wirklich, also so redet halt wirklich kein das Mensch. Stimmt, das tut mir leid, um dann gleich dazwischen zu grätschen, aber die haben halt geredet, wenn mich jemand von meinen bekannten Freunden oder Familie so anquatschen würde, würde ich denken, hast du einen Schlaganfall. Was? Geht es dir gut? Nein, wirklich, dieser Film hatte durchgehend immer so diesen Flüsterton, weil wenn man flüstert, ist alles gleich viel ernsthafter und künstlerisch hochwertig. Und es tut mir leid, aber aus meiner Perspektive war das halt wirklich so, war mir das alles zu verkünstelt. Ich fand diesen Film stellenweise überraschend unauthentisch. Okay, krass. Jetzt habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Für mich war das wirklich einer der stärksten gerade darin, dieses Miteinander zu porträtieren, weil er sich eben nicht in das Miteinander der Figuren eingelassen hat, wie es jetzt eben in normalen Tragikomödien oder in Dramen und so weiter indem er dann vielleicht irgendwelche Eifersuchtskisten oder irgendwas so aufmacht, sondern weil er wirklich diese beiden Leben, die da aufeinandertreffen, die völlig unterschiedlich verlaufen sind, die nicht so hätten verlaufen müssen, weil man sieht ja auch, gerade zu Beginn des Films gibt es so kleine Einblicke in die Vergangenheit oder dann auch in so eine Art Zwischenstation, bevor die dann wirklich in der Gegenwart sozusagen zusammenlaufen und allein dieser Impact, der dort aufgebaut worden ist und wie der sich dann äußert darin und was auch sie für Konflikte mit sich austrägt, besonders in Bezug mit ihrem Mann Arthur, den sie ja dann mittlerweile dort in den USA hat. Und also allein dieses Spannungsverhältnis, dass wenn beide oder wenn der eine zu dem anderen sagt, ich habe dich vermisst, allein dass das für diese zwei Figuren schon so unterschiedliche Welten sind, hat der Film für mich so authentisch und so nahbar rübergebracht, dass ich wirklich und gerade, also insbesondere am Ende, es gibt diese eine Schlussszene, die eigentlich ganz simpel ist, aber die auf mich so eine große Kraft hatte, dass ich wirklich mit offenem Mund am Ende da saß, weil ich diese, im Gegensatz zu dir, diese Figuren und auch das Miteinander, beziehungsweise das ist ja quasi so eine Dreieckskonstellation, nicht ganz, aber dieses Miteinander total gut verstehen und total gut nachfühlen konnte. Also, was ich dem Film auf jeden Fall gebe, ist, dass sie daraus jetzt nicht zwanghaft so eine Dreiecksgeschichte, Eifersuchtsstory drehen. Also, ich fand es schon erfrischend, wie auch ihr Ehemann, dieser Arthur, halt auf diese, ich nenne es mal Beziehung reagiert hat, diese freundschaftliche. Und sie versuchen vor allen Dingen auch nicht da irgendwelche jetzt Parallelen zwischen diesen oder unbedingt da die Unterschiede zwischen den grundverschiedenen Interaktionen zu erzwingen. Und das fand ich auch so schön, weil das einfach, ja, so ist es, so läuft das Leben halt manchmal und dann triffst du dich, der Titel, der trägt ja auch da diesen Titel in einem anderen Leben und dann triffst du dich halt nach ein paar Jahren wieder und denkst, okay, was wäre gewesen, wenn, aber das macht dieser Film halt auf eine Art und Weise, die ich aus meiner Perspektive überhaupt nicht irgendwie künstlich aufgezogen fand, sondern ganz ruhig, klar, ganz wirklich, also der plätschert, würde ich auch sagen, so ein bisschen vor sich hin und widmet sich dann mal dem einen und dann dem Wiedertreffen und dann wieder ihr und ihrem Mann. Aber trotzdem so ein sensibles Porträt davon, weil es diese drei Figuren sind ja auch nur die drei Figuren, die sich diesem Film widmet, die sind auch alle mit ihrem Kern oder mit ihrer Perspektive nachvollziehbar. Und allein, dass die dann, also klar, ist das halt ein sehr, sehr ruhiges, unaufgeregtes Drama, aber dass diese Ansichten dann da drin kollidieren, allein auch, was das mit der hat, dass sie aus Südkorea stammt und jetzt aber davon eigentlich gar nicht, sie hat ja selbst ihren Namen abgelegt, sie hat da kaum noch Kontakt, allein, dass das alles, dass sie das abgestriffen hat und für den anderen, dass der Punkt ist, dass er genau das eigentlich wiederherstellen müsse und wie diese Interaktion dann vonstatten geht, das ist an mir zumindest nicht spurlos vorbeigegangen. An mir leider schon. Also du hast gesagt, der plätschert, ja, der Film hat Nierensteine. Also der plätschert halt wirklich, das ist, es ist, also wirklich, ich fand es auf eine
unschöne Art anstrengend. Ich habe nichts dagegen, wenn ein Film was von mir verlangt, aber ich erfordere dann auch eine gewisse Gegenleistung. Und für meine, aber diese, also ich fand, dass das Past Lives mir da nichts bietet. Er hat seine Qualitäten. Ich fand zum Beispiel, dass die Regisseurin, die Celine Song, die hier mit einem Regiedebüt abgeliefert hat, ein paar sehr schöne Bilder findet, die, wo man, wenn man drüber nachdenkt, auch immer ein bisschen, ja, eine doppelte Ebene reinfindet. Zum Beispiel, wenn sie sich unterhalten und hinter ihnen ist so ein Karussell und da kann man so, wenn man ein Bild reinlesen, dass sich das Leben halt immer weiter dreht und man kommt immer irgendwann wieder da an, wo man angefangen hat und trotzdem geht es immer weiter. Das waren so ein paar nette Ideen, aber ansonsten war es für mich wirklich so, dass ich diesen Film, um es mal ganz offensiv zu sagen, ich habe da nichts gefühlt bei. Und das also, gerade, also, Entschuldigung, da muss ich jetzt mal reingrätschen, aber ja. Gerade das, diese Figuren hatten so unterschiedliche und komplexe Gefühlslagen, dass mich das, also vor allen Dingen, ich fand es auch schauspielerisch echt toll. Also von den drei genannten fand ich das alle super. Und diese Emotionen oder diese Figuren mit ihren Gefühlen oder mit dem, was sie halt erlebt haben bis jetzt, das war halt nicht so simpel, dass du sagen konntest, ja, okay, der ist jetzt ist halt so gepolt oder der durch die Erfahrung ist es jetzt so und so. Nein, sondern das war wirklich ein Gefühlscocktail oder da verstricken sich so verschiedene Sachen drin, dass ich sagen muss, okay, das erlangt allein dadurch und dann eben auch durch den Umhang, dass man halt tatsächlich, dass die Figuren mit eben miteinander kommunizieren und sich da nicht irgendwas künstlich anderes entfaltet, all das trägt für mich zu dieser Authentizität bei. Und ich habe den Film jetzt, wie gesagt, ich habe den im Februar zuletzt gesehen. Vielleicht erinnere ich mich auch einfach kolossal falsch an diesen Film. Nein, ich glaube schon, weil ich nicht noch weiß, wie du von ihm geschwärmt hast, auch als du da relativ frisch rausgekommen bist. Von daher glaube ich dir ja auch und gönne es dir ja auch von Herzen, dass dieser Film dir so gut gefallen hat und dir so viel gegeben hat. Ich für meinen Teil, wie gesagt, ich kam halt sehr ernüchternd raus, weil der mich wirklich nicht bekommen hat. Und ich finde es ja auch schade. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich freue darüber, dass ich den Film nicht so gut fand wie du. Ich wünschte, es wäre so. Aber der hat es halt einfach nicht geschafft, bei mir die Knöpfe zu drücken, die er bei dir jetzt gedrückt hat. Der hat seine Qualitäten. Da finde ich, das ist unbestreitbar. Die Schauspieler sind gut. Gerade dieser Greta Jo oder Lee, ich weiß es gerade nicht. Moment, ich muss nachgucken, ja. Bevor ich jetzt... Greta Lee, die fand ich wirklich gut. Ich mochte den John McGarrow als ihren Ehemann Arthur und allgemein, dass daraus nie sowas, also so eine Art Dreiecksgeschichte und Eifersuchtsdrama gemacht wird, fand ich auch in der Hinsicht erfrischend. Aber ich fand halt diese, ich fand nicht, dass das für mich war das keine komplexe Gefühle, weil dafür wurden die so dargestellt, so nach dem Motto so, also wenn die über ihre Gefühle reden, da hatte ich manchmal auch das Gefühl, so den Eindruck meine ich, dass sie gerade nicht über ihr Seelenleben reden, sondern mehr sowas sagen wie, die Suppe ist kalt. Ja, die Suppe ist kalt. Und ich hätte da gerne ein bisschen Energie drin gehabt, glaube ich. Und wie gesagt, der plätschert wirklich immens und der hat ja keine Überlänge, der Film, aber für mich hat er sich auch dreimal so lang angefühlt, wie er ist. Und das alles hat dazu geführt, dass ich dem Film nichts Schlechtes und nichts Böses wünsche. Aber von meiner Seite kann ich nur sagen, ich kam da ernüchtert raus und sage auch ganz ehrlich, es gibt auch aktuell keinen Grund, warum ich mir denke, in 1-2 Jahren gebe ich ihm nochmal eine Chance. Ja, ich glaube, es ist einfach nicht mein Film, um es ganz böse zu sagen. Ja, noch zu der, was ich zum Beispiel auch diese, du hast von einer Energielosigkeit gesprochen. Ja. Okay, ja, da habe ich hier überhaupt nicht, weil, also er hat wirklich für mich und allein in diesem Moment, also eigentlich von der ersten Sekunde an, wo schon mit der Perspektive gespielt wird, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Aber allein dieses, das erzeugt schon die ganze, also ich gebe dir vollkommen recht, das ist wirklich ein Film, ich weiß nicht, ob es dann an dem ersten Zugang vielleicht, ob es an diesem abhängt, ob es dann an den ersten Minuten hängt, ob man dann den Zugang, ob man den Eingang darin findet oder nicht. Das ist ein Film, der, ja schon, mich hat er auch teilweise so ein bisschen, auch wenn es komplett andere Thematik ist, aber so ein bisschen an Drive My Car, ohne Drive My Car jetzt mit dem vergleichen zu wollen, weil Drive My Car ist einfach noch mal viele Stufen weiter oben drüber für mich. Aber er hat mit dieser ganz Unaufgeregtheit und eben, wie ich finde, nicht Energielosigkeit, sondern eher eine ganz fein
sinnigen Erzähl- und Inszenierungsweise, dass eben wirklich so kleine Formulierungen, okay, die hast du jetzt eben als wahrgenommen, ja, die Suppe ist kalt, aber tatsächlich hatten die für mich und für die Figuren da wirklich ganz viele unterschiedliche Bedeutungen mit ihnen drin. Aber ich sehe schon so ein bisschen, wir werden uns nicht in der Mitte treffen, in einem anderen Leben vielleicht, aber nicht in diesem. Netter Versuch, Frau. Nee, also ich wiederhole mich hier. Es war nicht mein Film, ich kann aber nachvollziehen, auch verstehen, wenn man sagt, man konnte damit was anfangen und ich bin ja auch ein bisschen eifersüchtig auf dich, dass du dir sowas abgewinnen kannst, weil ich will ja auch Filme lieber toll finden als Gegenteil, ne? Aber es ist nicht mein Film und ich habe jetzt versucht zu erklären, woran das lag. Du hast versucht zu erklären, woran es bei dir lag. Und ich glaube einfach, vielleicht sind das einfach, ja, das sind zwei unterschiedliche Perspektiven mit zwei unterschiedlichen Gewichtungen. Und auch das muss es geben. Auch das ist ja durchaus interessant. Und ich würde sagen, wir können gerne hier den Podcast beschließen oder aber wir machen dieses Ping-Pong-Spiel weiter. Du sagst, was gut war. Ich sage, nee, das war nicht gut. Das ist jetzt deine Entscheidung. Ja, ich bin froh, wie gesagt, auf dieser Seite mal zu stehen. Das macht eigentlich auch Spaß. Boah, es ist hier echt ungemütlich auf der anderen Seite, kann ich dir sagen. Wie hältst du das immer nur auf? Das ist ja schlimm. Ja, nächstes Mal übernehme ich die wahrscheinlich wieder. Was? Will ich hoffen. Okay, ich glaube, Fazitfällen brauchen wir nicht. Ich glaube, wir haben jetzt in den letzten 15 Minuten genügend aufgeklärt, was die unserer Meinung nach Stärken und die Schwächen sind, auch wenn es manchmal das Gleiche ist. Ich kann nur noch mal ganz kurz, falls jemand aus den Worten, die ich jetzt hier versucht habe, aneinander zu reihen, vielleicht auch, weil mich du so ein bisschen aus der Fassung, ich wusste, worauf ich mich drauf einlasse, aber ich wusste ja noch nicht ganz genau, was kommt. Du bist diesem Cast wochenlang aus dem Weg gegangen. Sei doch einfach mal ehrlich. Du bist mir wochenlang aus dem Weg gegangen. Ja, ich habe gedacht, ich habe ihn eh noch. Also auf ein oder zwei Monate mehr kommt es jetzt eh nicht drauf an, habe ich mir gedacht. Aber jedenfalls wäre meine Gedanken zumindest nochmal in einer etwas kohärenteren Version vielleicht aneinandergereiht sehen möchte, der kann gerne mal bei Rieks-Filmkritiken vorbeischauen. Da habe ich dazu auch im Rahmen der Berlinale einen Text geschrieben, der sich vielleicht etwas auch sinnvoller und ohne diese Unterbrechungen davon Stu liest. Vielleicht wird da noch mal ein bisschen was klarer. Ich habe es natürlich jetzt hier auch versucht. Und ja, wie gesagt, also ich würde sagen, wenn euch der Trailer in irgendeinem Sinne anspricht, dann schaut euch Past Lives an. Sowieso sollte man solche Filme immer unterstützen. Von daher, wenn euch der Film interessiert, das ist ja eben mein Credo, wenn euch ein Film interessiert, guckt ihn euch an, am besten im Kino. Und das ist auch bei Past Lives so. Ich glaube, mit dieser diplomatischen Note sollten wir diesen Cast beenden. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ich danke dir, Paul, für deine falsche Meinung. Ich sage Tschüss und dann darfst du Tschüss sagen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.